Einsatz am Highlight Tower. Anton Mioth schwebt 126 Meter hoch über München. Sein Arbeitsplatz erfordert einen stabilen Magen. Die Mission, das Hochhaus zum Glänzen zu bringen. Der Arbeitstag beginnt früh, meistens zwischen 6 und 8 Uhr, je nach Wetter. Sicherheit steht an erster Stelle. Zwar hat der 50-Jährige schon Dutzende solcher Einsätze hinter sich, aber der Respekt vor der Höhe ist trotzdem immer noch da. So ein mulmiges Gefühl ist dabei, aber wenn die Firma, die dafür verantwortlich ist, dir zusichert, dass da alles okay ist und alles sicher ist, dann muss man das ausblenden. Da darf es keine Panik kriegen oder so, das hilft nichts. Der Gebäudereiniger will und muss jeden Tag hoch hinaus. Zunächst mal geht's mit dem Aufzug in den 32. Stock. Für alle anderen ist hier Schluss, aber Anto kommt mit seiner Arbeitsplattform noch einmal einen Stock höher. Dann geht's ans Fensterreinigen. Mit seiner speziellen Synchro-Putz- und Wischtechnik schafft Anto bis zu 250 Quadratmeter Glasfläche pro Tag, wenn nichts dazwischen kommt. Wie das Wetter zum Beispiel. Das hat sein Chef immer im Blick, der den Vorgang von unten aus genau beobachtet. Da hast du natürlich auch die Sonne, ja, nicht nur schlechtes Wetter, auch die Sonne, weil es ist schon sehr heiß, gerade oben auch wegen der ganzen Spiegelung. Für die Mitarbeiter, die können nur 3 Stunden am Stück arbeiten, müssen erstmal Pause machen. Das sind schon so Sachen, die man planen muss, weil wir können das auch nicht am Stück durchziehen. Ja, wir können die Reinigung nicht auf einmal machen, sondern es kommen immer Tage dazwischen, wo zu viel Wind ist, Regen, Sonne, das müssen wir alles mit einkalkulieren. Aber das Wetter ist nicht die einzige Herausforderung. Manchmal bleibt die Arbeitsplattform ähnlich wie ein Aufzug einfach stecken. Dann sind oben im Korb gute Nerven gefragt. Das kann schon mal dann eine Stunde oder 1,5 Stunden dauern und dann hängt man am Gebäude. Da muss man natürlich dann ruhig bleiben und sich nichts vorstellen, oh, jetzt könnte das ganze Teil hier runterkrachen oder so, sondern ganz normal mit dem Kollegen redest du dann über was weiß ich, Gott und die Welt und bis die Zeit vergeht. Grundvoraussetzung natürlich, Höhenarbeiter müssen schwindelfrei sein. Aber dafür bietet ihr Arbeitsplatz ungewöhnliche Ein- und Ausblicke. Für Anto ist es der schönste Job der Welt und es erfüllt ihn mit Stolz, wenn nach getaner Arbeit die ehemals schmutzige Glasfassade wieder glänzt.